Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Ich hatte vorhin knapp anderthalb Stunden den letzten Teil eingelesen der Dreyfus-Affäre und dachte mir, dass ich jetzt den nächsten Teil auch noch heute gerne machen möchte, weil ich bin gerade in der richtigen Stimmung. Ich habe, wie gesagt, diesen Teil nicht vorbereiten können. Aber dieser Teil des Buches ist auch nicht so lang. Wir schauen mal eben, wo wir hier sind. Wir sind hier auf Seite 85 im PDF, also knapp in der Hälfte von 163 PDF-Seiten von dem Buch im Deutschen, Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Und wir lesen jetzt gleich weiter in Abschnitt 5. Und das ist deswegen interessant, weil das Video Nummer 12 hier, das ist das letzte Kapitel des Abschnitts, die Jesuiten in der europäischen Gesellschaft. Wenn wir das hier durchhaben, da gehen wir mal eben ein paar Seiten runter, dann kommen wir nämlich in den Abschnitt 5, der Teufelskreis. Und der fängt an mit Kapitel 1, der Erste Weltkrieg. Und da geht es also in den Epitom, wie man es schön sagt, Epitome im Englischen. Da geht es also wirklich darum, wo es im Grunde um dieses ganze Buch geht, nicht? Den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und die Dinge, die hinterliegen, die Hintergründe dieser Kriege. Ja. Also, das ist auf Seite 90, wir sind jetzt auf Seite 85. Diese fünf Seiten hätte ich jetzt ganz gerne noch gelesen. Heute an dem Sabbat, dem 15. Juli 2017, am Nachmittag, lese ich das jetzt noch gerne durch. Und wie gesagt, hier die ersten zwei Absätze, die habe ich durchgelesen, die habe ich vorbereitet. Sonst kenne ich das Buch noch nicht. Und von daher möchte ich uns jetzt viel Spaß und Erfolg wünschen. Es kann natürlich sein, dass ich mal hier und da über das Internet oder auch im Bestand auf meinem Computer ein Bild suchen muss, das ich neben dem Text einblenden möchte, dann bitte ich jetzt schon um Verzeihung, wenn das ein bisschen länger dauert. Mein Computer arbeitet nicht so furchtbar schnell und wie gesagt, ich habe das ja nicht vorbereitet, diese Lesung. Und von daher weiß ich ja auch nicht, wie viele Bilder und was ich brauche. Ich fange jetzt an hier ganz normal mit dem Bild, die verborgene Geschichte der Jesuiten hier nebenan, dass ihr wisst, um welche Lesung es geht. Natürlich wisst ihr ja sowieso nach der Einleitung. Und dann lese ich, oder dann fange ich jetzt mal an, in dem PDF zu lesen. Kapitel 9, also es geht immer noch um die Jesuiten in der europäischen Gesellschaft, die Jahre vor dem Krieg, die Jahre zwischen 1900 und 1914. Ja, das wird wohl auch irgendwo das Zeitalter sein, in dem Papst Leo der 13., dem deutschen Kaiser, gesagt hat, dass er möchte, dass das Deutsche Reich das Schwert der Vatikankirche wieder sein soll, wie ich ja schon bereits früher erwähnte und was man in den Memoiren des Kaisers nachlesen kann. Das wurde erwähnt in dem Buch Behind the Dictators, das ich in Englisch auf meinem Kanal gelesen habe. Aber gut, wir beschäftigen uns jetzt mit den Jahren zwischen 1900 und 1914. Wie also Abt Brugeret schrieb, ja, da muss ich dir das Bild 14 einblenden, ja gut, da muss ich da mal eben. Nee, Bild 10, ne? Ab Brugeret, da gehe ich nochmal eben hin. Entschuldigung, wollen wir mal eben auf das Bild 10 gehen. Warum komme ich denn da jetzt gar nicht hin? Was ist denn das hier jetzt? Jetzt spielt mein Computer schon verrückt. Ah, Bild 10, Abt Brugeret. So, hier ist er. Ja, das Bild hätte ich jetzt gerne hier noch neben der Lesung eingeblendet. So, Abt Brugeret, von dem wir ja kein Bild haben, aber sein Buch, das er geschrieben hat, L'Art de Mourir, also die Kunst des Sterbens. Wie also Abt Brugeret schrieb, Zitat: Unter dem Bild des Gekreuzigten, dem göttlichen Symbol des Gerechtigkeitsgedankens, hatte Lacroix all die Zeit leidenschaftlich am Werk der Täuschung und des Verbrechens gegen die Wahrheit, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit mitgewirkt. Ende Zitat. Lacroix, da geht es um die Zeitschrift aus dem 19. Jahrhundert aus Frankreich, von dem Abt Bailly, von dem wir ja bereits gelesen haben, dem Pater Bailly, der ja selig gesprochen werden sollte von der Kirche. Das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ob das auch tatsächlich passiert ist. Wundert einen ja nicht, dass es passiert ist. Also da kann jeder gerne seine Nachforschung anstellen, wenn er das wissen möchte. Und über dieses Lacroix spricht der Brugeret hier. Lacroix, das sehen wir hier, und Brugeret sehen wir hier. Da spricht er hier drüber.
Unter dem Bild des Gekreuzigten, dem göttlichen Symbol des Gerechtigkeitsgedankens, hatte Lacroix all die Zeit leidenschaftlich am Werk der Täuschung und des Verbrechens gegen die Wahrheit, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit mitgewirkt. Ja, hier sehen wir das Bild des Gekreuzigten, ne? Was eben Lacroix, die Zeitschrift, gebraucht. Die Gerechtigkeit, fährt der Autor fort, trug am Ende dennoch den Sieg davon. Und Abt Fremont, der keine Furcht zeigte in Bezug auf die Affäre, den von Innozenz des Dritten geleiteten unheilvollen Kreuzzug gegen die Albigenser zu erwähnen, schien ein wahrer Prophet zu sein, als er sagte folgendes Zitat, das wir uns jetzt doch nochmal eben ein wenig aufsparen müssen, weil wir müssen hier eben auf das Bild von Innozenz dem Dritten gehen. Antichrist, Papst Innozenz der Dritte. Hier steht Innocent, weil das aus dem Englischen ist. Das Bild ist genommen. So wie der Papst dargestellt wird im Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika, muss man sich mal vorstellen, dass die da so ein Bild von dem Papst aufhängen. Ein protestantisches Land, das in seiner Legislatur, in seinem Kongressgebäude Bilder des Antichristen hat. Nun, über Innozenz den Dritten, deswegen blende ich hier Bild 20 ein, gibt es noch, bevor wir über das Zitat von ihm eben mal, also von Abt Fremont, der keine Furcht zeigte, der in Bezug auf die Affäre von Innozenz den Dritten geleitet, unheilvollen Kreuzzug gegen die Albigenser zu erwähnen, schien ein wahrer Prophet zu sein, als er sagte, der Abt Fremont, was sagt der Abt Fremont? Die Katholiken siegen und denken nun, sie werden die Republik stürzen aus Hass auf die Juden. Sie werden aber, so fürchte ich, nur sich selbst stürzen. Zitiert von Agnes Siegfried, l'Abbé Fremont in Paris, Seite 163. Da kommt das Zitat her. Nun, was ist der wichtige Punkt? Ja, dass ihr wahrscheinlich nicht wisst, und das ist ja kein Vorwurf, wer Innozent der Dritte war und über welchen unheilvollen Kreuzzug es hier geht, gegen den wir hier sprechen. Das ist eine Sache, wo ich eben sage, da muss man, wenn man so ein Buch liest, eben auch die Geschichte dahinter bitte erwähnen und erklären, dass ihr ein gutes Hintergrundwissen euch aufbauen könnt. Papst Innozenz III. Leitete einen unheilvollen Kreuzzug gegen die Albigenser. Ja? Die Albigenser wird hier im Buch erklärt, ist der Name der Katharer, der bedeutendsten inoffiziellen christlichen Gruppe des Mittelalters, in ihrem Hauptverbreitungsgebiet Südfrankreich, wo sie sich auch mit am längsten hielten. Zentrum und Namensgeber der Albigenser war die Stadt Albi. Sie vertraten Armut, Absage an irdische Güter und die These von einem guten Schöpfer des Geistigen sowie einem Bösen des Leibes. Fast der gesamte Adel zählte zu ihren Anhängern. Als die Grafen von Toulouse und Foix sich gegen die katholische Kirche und den König von Frankreich wandten, begann Papst Innozenz III. Im Jahre 1209 einen Kreuzzug gegen diese Ketzer, der bis 1229 dauerte und als Albigenserkriege bekannt wurde. Die Albigenser wurden dabei brutal vernichtet und weite Teile Südfrankreichs, dessen Zivilisation damals der anderer Teile Europas weit voraus war, in Schutt und Asche gelegt. Kleine Gruppen retteten sich jedoch in abgelegene Gegenden und trotzten der Inquisition bis ins 14. Jahrhundert. So, zu dieser Geschichte, die hier von den Übersetzern interessanterweise mitgeliefert wird, möchte ich noch etwas dazufügen. Die Kreuzzüge der römisch-katholischen Kirche waren eigentlich nur offiziell dafür da, um Jerusalem zurückzuerobern von den Islam, von Muslimen. Ja? Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los, könnte man jetzt sagen. Ne? Der Vatikan hat den Glauben des Islam erfunden. Dass der Islam für den Vatikan Jerusalem erobert
Und als sie das getan hatten, haben sie den Papst als infidel, als Ungläubigen erklärt und haben ihm Jerusalem nicht gegeben. Daraufhin war der Papst ziemlich böse, weil der möchte gerne Jerusalem haben. Also hat er Kreuzzüge veranlasst und hat seine Kreuzritter darunter geschickt, um Jerusalem von den Islam, von den Islamisten, von den Muslimen zurückzuerobern. Da könnte man eine eigene Sendung drüber machen, da könnte man fast ein eigenes Buch drüber schreiben, was für Leute der Papst da gebraucht, nach dem Motto, da macht er die Gefängnisse auf und die ganzen Gefangenen, die ganzen Mörder und Vergewaltiger und Kinderschänder und alles, die im Gefängnis saßen, die kriegen dann Absolution erteilt und denen werden ihre Sünden vergeben und sie können aus dem Knast raus, wenn sie eben für den Papst kämpfen und eben halt in die Kreuzzüge gehen. Also, dass ihr mal so ein bisschen wisst, wer die Kreuzritter waren oder die Menschen, die in die Kreuzzüge gezogen sind. Und als sie dann zurückkamen und teilweise zum Ritter geschlagen wurden, ja, dann sieht man, was für verkommenes Blut das ist und was für verkommenes Blut das eben heute noch ist, weil das ist ja dieselbe Regel, ne? Also aus welchen Familien unser Adel hier in Europa manchmal stammt. Da kann man sich ja mal auf einer anderen Seite mit beschäftigen. Das ist jetzt aber nicht der Gegenstand dieser Lesung. Das soll jetzt auch nicht der Gegenstand der Erklärung von mir hier sein. Nein, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man hier, ne, weil die Autoren hier, die Übersetzer, schreiben hier, dass sie Armut vertraten. Das ist ja in Ordnung, das ist ja christlich. Absage an die irdischen Güter ebenso und die These von einem guten Schöpfer des Geistigen sowie einem Bösen des Leibes, das ist nicht ganz richtig. Die Albigenser, genau wie die Waldenser, und deswegen habe ich mir hier eine kleine Note vorbereitet, in der ich euch das gerne erklären möchte, und das ist das, was hier nicht erwähnt wird, ist, dass die Albigenser sowie die Waldenser auch sabbathaltende bibelgläubige Christen waren. Sie hatten die überlieferten, originalen, alten Schriften aus den allerersten Jahrhunderten. Sie waren ein Überbleibsel der apostolischen Kirche. Die Albigenser und die Waldenser bevölkerten den Teil Südfrankreichs und Norditaliens, der damals Piedmont hieß. Der Piedmont zog sich von Norditalien bis an die spanische Grenze hin. Das nannte man alles Piedmont. Und sind Überbleibsel der apostolischen Kirche, die der Umarmung Roms im 4. Jahrhundert entwischte. Was passierte im 4. Jahrhundert? Kaiser Konstantin hat das Christentum zur Staatsreligion erklärt, ja? Im heidnischen Römischen Reich und hat damit das heidnische Römische Reich getauft mit dem Namen des Christentums. Das Christentum wurde in dem Augenblick heidnisiert. Man kann auch sagen, das heidnische Rom wurde christianisiert. Nee, nee, es war umgekehrt. Das Christentum wurde heidnisiert. Und die Leute, die damals schon dem Wort Gottes treu gefolgt sind, wollten das auch weiterhin tun und konnten sich halt nicht dieser neuen, zwischen Anführungsstrichen, christlichen Kirche aus Rom anschließen. Und die sind geflüchtet in weniger bevölkerte Teile des Landes, in diesen Teilen Norditalien und Südfrankreich, dem Piedmont. Dort gründeten sich die Waldenser und die Albigenser. Eben dieser Teil der wahren Kirche Jesu, die in der Offenbarung bereits beschrieben steht, als die Frau, die in der Wildnis 1260 Jahre überlebte, weil ein Platz für sie vorbereitet war. Erinnert ihr euch? Da steht geschrieben in Offenbarung 12, Vers 6. Und das Weib floh in die Wüste, wo sie eine Stätte hatte, von Gott bereitet, damit man sie da selbst ernähre. 1260 Tage. Jetzt rechnet doch mal. Wenn wir vom 4. Jahrhundert ausgehen und dann flüchtet sich die Kirche in die Wildernis, 1260 Tage, dann sind wir im 17. Jahrhundert. Und genauso lange hat das auch gedauert, bis Rom tatsächlich Völker wie die Albigenser und Waldenser komplett aufgerieben hat. Ja? Hier kommt das Wort der Offenbarung voll zum Zuge. Das Weib floh in die Wüste, also die Kirche, wo sie eine Stätte hatte von Gott bereitet, damit man sie da selbst ernähre, 1260 Tage lang. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch ja gerne mal Dokumentationen oder auch Bücher anschauen und durchlesen über die Geschichte der Waldenser. James Edgen Wiley in Englisch natürlich hat da ein fantastisches Buch drüber geschrieben über die Geschichte der Waldenser. Und
dann braucht man keine Horrorfilme mehr sich angucken, wenn man sich das Buch mal durchliest. Ja? Nun, ganz wichtig finde ich in dieser kurzen Erwähnung hier in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Parry, dass hier eben die Albigenser erwähnt werden im Zusammenhang mit dem Kreuzzug, nur aufgrund eines Zitats, aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja auch immer ein bisschen was Geschichte lernen. Und dass halt der Papst Innozent der Dritte, der hier in diesem Bild, Innozenz der Dritte, der hier in diesem Bild gezeigt wird, eben derjenige, der verantwortlich war, um diese Völker zu vernichten. Wenn wir dann sprechen davon, dass in der Offenbarung steht, das Weib floh in die Wüste, wo sie eine Stätte hat, die von Gott vorbereitet war, dann erinnern wir uns ja auch, dass in Johannes 14, Vers 2 geschrieben steht, Vers 2 und 3, als Jesus sagte, Zitat, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wo nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Ich finde es sehr schön, dass man hier liest, dass einerseits die Kirche in die Wüste floh, wo sie eine Stätte hat, von Gott bereitet, genauso wie der Herr auch für uns einen Platz vorbereitet im Haus unseres Vaters. So sieht man immer, wie die Dinge in der Bibel zusammenhängen. Das wollte ich mal kurz als Abschweifung hier erklärt haben. Entschuldigung. Ich hoffe, die Erklärung hat euch ein bisschen was über Politik gelehrt, ja, oder über Geschichte gelehrt, das ihr noch nicht kanntet. Das ist ja immer schön, wenn man etwas lernt, was man bis jetzt noch nicht kannte. Also von daher wollte ich diese kurze Abschweifung mal eben machen. Doch was sagte denn jetzt der Abt Fremont in Bezug auf Innozenz den Dritten, der bereits hier die Kreuzzüge hielt. Er sagt, die Katholiken siegen und denken nun, sie werden die Republik stürzen aus Hass auf die Juden. Sie werden aber, so fürchte ich, nur sich selber stürzen. Wo die Meinung aufgeklärt war, fährt der Autor fort, war in der Tat die Reaktion tödlich. Ronk hatte nunmehr aus der Affäre gelernt. Die Affäre Dreyfus. Als er ausrief, die Republik wird die Macht der Kongregationen brechen oder stranguliert werden. Ende Zitat. Im Jahre 1899 wurde ein Ministerium für die Verteidigung der Republik eingerichtet. Pater Picard, dem Superior der Assumptionisten, Pater Bailly, dem Leiter der Lacroix, sowie 10 weiteren Mitgliedern jenes Ordens wurde vor dem Zivilgericht seine wegen Verletzung des Vereinsrechts der Prozess gemacht. Die Kongregation der Assumptionisten wurde aufgelöst. Das war also eine weitere Organisation oder Frontorganisation, lass uns mal sagen, der Jesuiten, die Assumptionisten. Ne? Ministerpräsident Waldeck Rousseau, der lebte zwischen 1846 und 1902, erklärte in einer am 28. Oktober 1900 in Toulouse gehaltenen Rede, Zitat, aufgehoben, aber nicht unterdrückt, formierten sich die Orden aufs Neue, in größerer Zahl und kämpferischer. Sie überziehen das Land mit dem Netz einer politischen Organisation, dessen Verknüpfungen unzählige sind und sehr dicht, wie uns eben erst ein Gerichtsverfahren vor Augen geführt hat. Ende Zitat. Im Jahre 1901 schließlich tritt ein Gesetz in Kraft, das regelt, dass keine Ordensgemeinschaft ohne Zulassung gebildet werden kann und dass jene, die letztere nicht innerhalb der gesetzlichen Frist einholen, automatisch aufgelöst werden. Diese ganz natürlichen Bestimmungen seitens staatlicher Stellen, deren Aufgabe es ist, die in ihrem Bereich befindlichen Vereine zu überprüfen, wird man den Katholiken als unerträgliche Beleidigung darstellen. Heißt es nicht, jedermann ist Herr in seinem Hause? Doch davon will die Kirche nichts wissen. Für sie gelte das Gemeinrecht nicht. Nein, die Kirche ist Herr in jedermanns Hause. So liest sich das nach der römisch-katholischen Kircheverständnis. Nicht jedermann ist Herr in seinem Hause, sondern der Papst ist Herr in jedermanns Hause. Der Widerstand der Geistlichen gegen die Anwendung des Gesetzes würde hinreichend sein, um zu zeigen, wie nötig es war. Dieser Widerstand wird die Regierung in ihrer Haltung nur bestärken. Unter Minister Combes und Roms Unnachgiebigkeit, insbesondere als Pius I. Und wir weisen hier eben auf eine
auf einen Druckfehler anscheinend hin, weil es geht natürlich nur um Pius X., der zwischen 1835 und 1914 gelebt hat, die Nachfolge Leos des 13. antrat, wird das die Lehrorden aufhebende Gesetz von 1904 herbeiführen. Nochmal eben in aller Deutlichkeit diesen letzten Satz gelesen. Es steht hier im Buch geschrieben, Pius der Erste, aber da der zwischen 150, in den 150er Jahren lebte, kann der das nicht sein, muss es ein Druckfehler sein und es geht um Pius den Zehnten. Ja? Also den Satz nochmal in ordentlich gelesen, wie er eigentlich sich lesen sollte. Dieser Widerstand wird die Regierung in ihrer Haltung nur bestärken, vor allem unter Minister Combes, und Roms Unnachgiebigkeit, insbesondere als Pius X. die Nachfolge Leos des 13. antrat, wird das die Lehrorden aufhebende Gesetz von 1904 herbeiführen. So sollte der Satz eigentlich sich lesen. Papst Pius X. ist also der Papst, der Leo dem 13. nachfolgt. Leo der 13. ist der Papst. Wollen wir eben schauen. Leo der 13. ist der Papst, von dem ich ja sagte, dass er zu dem deutschen Kaiser meinte, das ist das Bild von ihm hier, von dem er meinte, der Kaiser müsse dafür sorgen, dass das Deutsche Reich das Schwert der römisch-katholischen Kirche werden würde. Worauf der Kaiser antwortete, Papst, mit allem Respekt, aber wir leben nicht mehr zu Zeiten des Heiligen Römischen Reiches stolzer Nation. Die Zeiten haben sich geändert. Aber der Papst blieb trotzdem seine Meinung benachdrücken gegenüber dem oder mit Nachdruck vertreten gegenüber dem Kaiser. Er duldete mit anderen Worten keinen Widerspruch. Deutschland war, zwischen Anführungsstrichen, auserkoren, das Schwert der römisch-katholischen Kirche zu werden. Und das ist es ja wohl auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger geworden. Dass das Schwert dann hinterher selber Schlag bekommen hat, ist ja wieder eine andere Sache. Da sprechen wir drüber, wenn es soweit ist. Aber das war das Hauptwerk von Papst Leo dem 13., der von Papst Pius dem 10. nachgefolgt wurde, was wir hier gerade eben lesen konnten. Danach werden die Reibungen, fährt der Autor fort, zwischen französischer Regierung und Heiligem Stuhl von Dauer sein. Naja, das war ja immer das Problem der gallischen Kirche, der französischen Kirche. Sie hat zwar die spirituelle Autorität des Papstes akzeptiert, aber nicht die temporale. Und da kann der Papst natürlich nicht mit leben, ne? Der Papst findet immer, dass er sowohl das Spirituelle als auch das Temporale Haupt eines Staates sein muss. Und deswegen haben natürlich Rom und Paris immer Reibungen gehabt. Und deswegen steht hier nochmals, danach werden die Reibungen zwischen französischer Regierung und Heiligen Stuhl von Dauer sein. Übrigens geschah die Wahl des neuen Papstes, also Pius X., unter bezeichnenden Umständen. Leo der 13. starb am 20. Juli 1903. Ja, Leo der 13. war derjenige, der Papst Pius IX., Pio Nono, gefolgt war. Das zur Benennung seines Nachfolgers zusammengetretene Konklave stimmt nach mehreren Wahlgängen mit 29 Stimmen für Kardinal Rampolla, das ist Mariano Rampolla Marchese de Tindaro. 42 sind aber erforderlich, um gewählt zu werden, und 29 Stimmen hatte er nur. Als sich der österreichische Kardinal Puzina erhebt und erklärt, dass seine apostolische Majestät, der Kaiser von Österreich und König von Ungarn, Franz Josef I., inspiriert sei, auf offiziöse, also halbamtliche Weise gegen den Staatssekretär Leos des 13. das Abschlussveto auszusprechen. Kardinal Rampolla ist bekanntermaßen pro-französisch. Gewählt wird Kardinal Sarto, Giuseppe Sarto, der also dann Papst Pius X. wird. Durch das Manöver Österreichs, das, um die Kardinäle des Konklaves zu inspirieren, in die Rolle des Heiligen Geistes geschlüpft war, also das ist nicht der Heilige Geist der Bibel, meine lieben Zuhörer,
Ist diese Wahl ein Sieg für die Jesuiten? Ach nee, seit wann gewinnen denn die Jesuiten mal nicht eine Wahl zum Papst? Gewählt wird Kardinal Sarto durch das Manöver Österreichs nach dem Motto, dass der Franz Josef I. inspiriert, das Abschlussveto auszusprechen, durch das Manöver Österreichs, das um die Kardinale des Konklaves zu inspirieren in die Rolle des Heiligen Geistes geschlüpft war, ist diese Wahl ein Sieg für die Jesuiten. Ich meine, wenn man diesen Satz richtig versteht, muss man sich da wirklich den auf die Zunge zergehen lassen. Durch das Manöver Österreichs, um die Kardinäle des Konklaves zu inspirieren, in die Rolle des Heiligen Geistes geschlüpft war, ist diese Wahl ein Sieg für die Jesuiten. Österreich schlüpft in die Rolle des Heiligen Geistes und dadurch siegen die Jesuiten. So muss man das verstehen. Tatsächlich ist der als eine Mischung aus Dorfpfarrer und Erzengel mit feurigem Schwert beschriebene neue Pontifex Maximus nach den Vorstellungen des Ordens der ideale Mann. Des Ordens, wir sprechen hier über die Jesuiten, vergesst das nicht. Lesen wir, was Adrien Dansett dazu schreibt. Dansett, da habe ich ja auch noch ein Bild von. Wollen wir uns das gleich mal eben reinholen. Adrien Dansett hatte ich ja hier. Da ist er. Dann rufen wir uns noch mal eben in Erinnerung. Hatten wir im letzten Video auch gesehen. Also, Adrien Dansett schreibt dazu in einem Zitat auf Seiten 317, 18 und 19 in seinem Buch. Wo wir den Papst lieben, schränken wir den Bereich, in dem er seinen Willen ausüben kann und muss, nicht ein. Ende Zitat. Oder etwas aus seiner ersten Konsistorialrede. Zitat. Wir wissen, dass sich viele Menschen entrüsten, wo wir erklären, dass wir uns politisch betätigen. Aber jeder, der gerecht urteilen will, kann sehen, dass der von Gott mit höchster Autorität ausgestattete Oberhirte nicht das Recht hat, Politik vom Bereich des Glaubens und der Moral zu trennen. Ende Zitat. Also, Dansett sagt hier, Adrien Dansett sagt hier, dass der von Gott mit höchster Autorität ausgestattete Oberhirte nicht das Recht hat, Politik vom Bereich des Glaubens und der Moral zu trennen. Also der Papst hat nicht das Recht, Staat und Kirche zu trennen. Nach Adrien Dansett. Wenn das keine jesuitische Aussprache ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also erklärte Pius X., sobald er den Stuhl Petri bestiegen hatte, öffentlich, dass für ihn die Autorität des Papstes in jedem Bereich zu spüren sein müsse und dass politischer Klerikalismus nicht allein ein Recht, sondern eine Pflicht sei. Jetzt wollen wir doch mal eben sehen, Pius X. Möchte ich mal eben schauen, ob ich da ein Bild von habe, das ich euch inzwischen zeigen kann. Mal eben suchen. Ich habe ja viele Papstbilder. Und von Pius X. habe ich auch Papstbilder. Ja, dann baue das mal eben auf hier, bitteschön. Komm. Gibt's doch nicht, dass es so lange dauert hier. So. Hier haben wir Papst Pius X. Dann geben wir dem auch nochmal eben ein Bild. Er erklärte also, sobald er den Stuhl Petri bestiegen hatte, öffentlich, dass für ihn die Autorität des Papstes in jedem Bereich zu spüren sein müsse und dass politischer Klerikalismus nicht allein ein Recht, sondern eine Pflicht sei. Auch wählte er als seinen Staatssekretär einen spanischen Prälaten, Monsignore Marie de Valle, 38-jährig und, wie er, leidenschaftlich pro-deutsch und anti-französisch. Diese Geisteshaltung ist nicht überraschend, wenn wir im Folgenden Abt Frémonts Worte lesen. Zitat. Marie de Valle, den ich im römischen Kolleg kennengelernt hatte, das ist also die Universität Gregoriana, das Collegium Romanum aus Rom, das kennen wir ja inzwischen. Also Marie de Valle, den ich im römischen Kolleg kennengelernt hatte, war der Lieblingsschüler der Jesuiten. Deswegen setzt der Papst ihn dann natürlich auch auf einen derart hohen Posten. Die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl, und wir müssen dabei sehen, er ist ein pro-deutsch und anti-französisch. Was hatte sein Vorgänger, Papst Leo XIII., gesagt zum Kaiser? Deutschland muss das Schwert der römisch-katholischen Kirche werden.
Das ist eine Fortsetzung dieser selben Politik. Okay? Die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und Frankreich bekamen die Auswirkungen jener Wahl bald zu spüren. Was als erstes zum Konflikt führte, war die Ernennung von Bischöfen durch die Zivilgewalt. Das geht ja nun schon mal gar nicht, ne? Dass der Staat Bischöfe ernennt? Bischöfe können nur ernannt werden vom Papst, ansonsten akzeptiert er sie gar nicht. Zitat von Adrien Dansette. Vor dem Krieg von 1870-71 erfuhr der Heilige Stuhl die Namen der neuen Bischöfe erst, nachdem diese ernannt worden waren. Der Papst behielt sich das Recht vor, so er jemand für ungeeignet hielt, diesen durch Verweigerung der kirchlichen Weihe nicht mehr Bischof sein zu lassen. In der Tat waren die Schwierigkeiten enorm, da die Regierungen unter jeglicher Regierungsform sorgsam darauf achteten, dem bischöflichen Amte würdige Kandidaten zu wählen. Ende Zitat. Und der Papst tut genau das Gegenteil. Er wählt unwürdige Kandidaten. Es ist kein einziger Bischof im Amt, der ein Rechter ist, aus der Sicht eines rechtschaffenden Menschen. Sobald Pius X., hier im Bild immer noch, Papst war, lehnte Rom die meisten Ernennungen neuer Bischöfe ab. Zudem war der Nuntius in Paris, Lorenzelli, wie uns Adrien Dansette wissen lässt, Zitat, ein Theologe, der sich in die Diplomatie verirrt hat und eine fanatische Feindseligkeit gegen Frankreich hegte. Mancher wird sagen, halt wieder einer von denen. Doch lassen sich bei einer derartigen Wahl für einen derartigen Posten die Absichten der römischen Kurie gegenüber unserem Land, Frankreich, schwerlich übersehen. Leute, begreift es doch endlich mal. Ein römischer Katholik ist niemals patriotisch zu dem Land, in dem er einen politischen Posten besetzt. Er ist immer nur patriotisch gegenüber der Kirche von Rom, dass die Kirche am Ende der Gewinner ist. Ein römischer Katholik ist immer an erster Stelle ein römischer Staatsbürger und erst an zweiter Stelle, wenn überhaupt, ein französischer, englischer, italienischer, deutscher oder was auch immer. Wenn man das nicht begriffen hat, dann kann man dieses Buch 100-mal lesen und man hat es noch nicht verstanden. Doch lassen sich bei einer derartigen Wahl für einen derartigen Posten die Absichten der römischen Kurie gegenüber unserem Land schwerlich übersehen. Ja, natürlich, wählt doch ruhig einen, der eine fanatische Feindseligkeit gegen Frankreich hat. Das haben sie doch sowieso. Alle, die auf dem Posten sind, weil sie an erster Stelle Rom befördern und nicht das Land, in dem sie dienen. Diese systematische Feindseligkeit hatte vor, sich im Jahre 1904 noch unübersehbarer zu zeigen, als sich Loubet, Präsident der Republik, nach Rom begab, um den ihm vor einiger Zeit vom König von Italien, Victor Emmanuel, abgestatteten Besuch zu erwidern. Auch wünschte Loubet, vom Papst empfangen zu werden. Die römische Kurie aber holte ein angebliches, unabänderliches Protokoll hervor. Zitat: Der Papst könne kein Staatsoberhaupt empfangen, das mit der Abstattung eines Besuchs beim König von Italien in Rom offensichtlich die widerrechtliche Aneignung jenes alten Kirchenstaates als rechtmäßig anerkenne. Ende Zitat. So, und jetzt gehe ich hier wohl in eine etwas längere Erklärung ein, dass wir das alle bitteschön gut verstehen, sonst hinken wir mit unserem Verständnis dieser Sache hinterher. Das ist wirklich wichtig. Wir sprechen hier in der Zeit zwischen 1870 und 1929, ja? Weil wir sind in 1904. Gut? Der Papst könne kein Staatsoberhaupt empfangen, das mit der Abstattung eines Besuchs beim König von Italien in Rom offensichtlich die widerrechtliche Aneignung jenes alten Kirchenstaates als rechtmäßig anerkenne. Was soll das denn jetzt heißen? 1866 haben die beschützenden französischen Truppen den Vatikan verlassen und kam es zum Ende der 1260-Jahr-Regierung des Antichristen, in der Bibel prophezeit als 42 Monate, 3,5 Jahre oder 1260 Tage. Je nachdem, ob ich jetzt Daniel, Paulus oder Johannes lese. Diese Regentschaft von 1260 Jahrtagen war von 606
wie wir bei unter anderem Alexander Hislop und Henry Grattan Gillis nachlesen können, von 606 bis 1866. In den Folgejahren wurde hiermit dem Papst seine zivile Macht genommen. Das ist die Wunde, die eines seiner Haupte empfängt, so wie wir in Offenbarung 13 lesen können. Das Ende dieser 1260 Jahrtage kam 1866 und im Laufe der folgenden Jahre bis 1870, wo man dann im Vatikan sich eingeschlossen hatte und eben das erste Vatikanische Konzil gemacht hatte, mit unter anderem der Unfehlbarkeitserklärung des Papstes. Das konnte man ja hauptsächlich deswegen machen, weil man sich dahin eben zurückgezogen hatte. Gut, also, jetzt nochmal eben, dass es bitteschön für jeden deutlich wird. In der Zeit zwischen 1870 und 1929, wo die Wunde dann wieder geheilt wurde, durch den Lateranen Vertrag, den Mussolini mit dem dann Nunzio abgeschlossen hatte, mit dem Papst auch Pius XI. Abgeschlossen hatte, und damit dem Papst das Recht zurückgab, dem Papst den Vatikan zurückgab als Vatikanstaat, als eigener Staat und damit den Status des Königs wiederhergestellt hatte. Ja, das ist das, weshalb wir hier darüber sprechen. In der Zwischenzeit zwischen 1870 und 1929 war das nicht so. Und deswegen steht hier widerrechtliche Aneignung jenes alten Kirchenstaates nach dem Motto, Italien hat den Vatikan eingenommen, hat die Vatikanstadt aufgelöst. Die Vatikanstadt war in der Zeit, wir sprechen hier von 1904, kein eigenständiger Staat mehr. Und deswegen sagt der Papst, dass er kein Staatsoberhaupt empfangen kann, das dem König von Rom einen Besuch abstattet, dem König, der sich widerrechtlich den Vatikan angeeignet hat. Das war das zu der Zeit. Wir sprechen hier von der Zeit, in der die angeblich tödliche Wunde am Wirken war. Das muss man sich eben mal verständlich machen. Darum geht es hier. Der Papst hat sich in der Zeit zwischen 1870 und 1929 im Vatikan eingeschlossen. In der Zeit kam kein einziger Papst aus dem Vatikan heraus. Weil eben die Welt, wie man so schön sagt, zwischen Anführungsstrichen, den Papst nicht mehr als zivilen Führer anerkannt hat. Nicht mehr als König der Könige anerkannt hat. Nur noch als Herr der Herren. Also, das spirituelle Oberhaupt des Papstes, das wurde noch anerkannt. Aber das zivile Haupt, die Regierungsmacht des Papstes über die Welt, das wurde nicht mehr anerkannt. Und deswegen ist es eins seiner Häupter. Weil der Papst hat ja zwei. Er hat das spirituelle Haupt und er hat das temporale Haupt. Das temporale Haupt war in dem Augenblick, hat eine tödliche oder tödlich erscheinende Wunde bekommen. 1866. Und genau darauf zitiert dieser kleine Absatz hin. Das ist ganz wichtig, dass wir das bitte schön richtig verstehen. Deswegen hammer ich da so drauf. Ich habe es ja auch vorher noch nicht gelesen, wird mir auch erst in diesem Augenblick deutlich. Ich kenne das Buch ja hier auch noch nicht. Die widerrechtliche Aneignung des alten Kirchenstaats, nämlich der Vatikanstaats, durch den König von Rom. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Doch gab es Präzedenzfälle. Zweimal im Jahre 1888 und 1903 ist ein Staatsoberhaupt, und kein geringes, in Rom vom König und vom Papst empfangen worden. Besagter Besucher war freilich nicht Präsident einer Republik, sondern der deutsche Kaiser Wilhelm II. Die gleiche Ehre ist Eduard VII., König von England, sowie dem Zaren erwiesen worden. Die beleidigende Absicht jener Weigerung war unverkennbar und wurde durch eine vom Staatssekretär Mary Delval den verschiedenen Kanzleien zugesandte Note noch betont. Ein katholischer Autor, Charles Ledret, schrieb hier unlängst zu, Zitat,
konnte der päpstlichen Diplomatie das maßgebliche Ziel, das hinter dem Rombesuch Präsident Loubets in der Tat gerade Gestalt annahm, verborgen geblieben sein? Konnte der päpstlichen Diplomatie das maßgebliche Ziel, das hinter dem Rombesuch Präsident Loubets in der Tat gerade Gestalt annahm, verborgen geblieben sein? Natürlich wusste der Vatikan von dem Plane der Trennung Italiens von seinen drei Bundpartnern. Von Deutschland und Österreich-Ungarn, diesen zwei deutschen Mächten, die die römische Kirche als ihre besten westlichen Arme ansah. Wie gesagt, hallo, Deutschland und Österreich-Ungarn, hier komme ich nochmal drauf hinzu, wer war ein Besucher Roms, wer war ein Besucher des Papstes in der Zeit der tödlichen Wunde? Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Hier oben lesen wir das. Ja? Und dem wurde damals vom Papst Leo XIII. Gesagt, dass der Papst wünscht, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche in Europa sein soll. Wenn man das weiß, dann lesen sich solche Sätze viel leichter verständlich. Darin lag der Hund begraben und lag der eigentliche Grund für die häufigen Zornesausbrüche des Vatikans. Zu anderen Auseinandersetzungen kam es hinsichtlich französischer Bischöfe, die Rom zu republikanisch waren. Oder auch zu liberal, könnte man sagen. Ermüdet von den andauernden aus der Nichteinhaltung der Konkordatsvereinbarung durch den Vatikan erwachsenden Schwierigkeiten, machte die französische Regierung am 29. Juli 1904 den durch den Heiligen Stuhl ihres Inhaltes beraubten Beziehungen schließlich ein Ende. Die französische Regierung machte am 29. Juli 1904 ein Ende mit den diplomatischen Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl. Genau das, was die Vereinigten Staaten 1857 taten, nachdem sie verstanden hatten, dass der Antichrist, der Papst, der Vatikan durch das Zutun der Jesuiten einen, ja, so kann man das gar nicht ausdrücken, einen nicht unbeträchtlichen Anteil, ich wollte gerade sagen, 100% verantwortlich waren für die Ermordung ihres Präsidenten Abraham Lincoln. Am 29. Juli 1904 entzieht die französische Regierung dem Heiligen Stuhl die diplomatischen Beziehungen. Dass der Abbruch der diplomatischen Beziehungen bald darauf zur Trennung von Kirche und Staat führte, in Frankreich, war zwangsläufig. Wir finden es heute normal, schrieb Adrien Dansett. Ich nehme nochmal das Bild von Adrien Dansett eben mit bei. Wir finden es heute normal, dass die diplomatischen Beziehungen zum Heiligen Stuhl von Frankreich aufrechterhalten und dass Staat und Kirche in Trennung leben sollten. Diplomatische Beziehungen sind notwendig, da Frankreich unabhängig von jeglicher dogmatischer Betrachtung und wo immer es seine Interessen zu wahren hat, vertreten sein muss. Trennung hingegen ist notwendig, da in einer Demokratie, die sich auf die Souveränität eines in mehrere Überzeugungen geteilten Volkes gründet, der Staat der Kirche lediglich Freiheit schuldet. Ende Zitat. Und dann fügt er noch hinzu, so ist zumindest die übliche Auffassung. Dieser vernünftigen Auffassung können wir nur beipflichten, ohne zu vergessen freilich, dass das Papsttum sie niemals billigen würde. Die römische Kirche hörte nie auf und hört nie auf, ihre eigene ganze Geschichte hindurch, ihre Vorrangstellung gegenüber der bürgerlichen Geschichte zu verkünden und in Ermangelung der Fähigkeit, diese in jüngerer Zeit öffentlich durchzusetzen, tat sie ihr Bestes, sie mithilfe ihrer geheimen Armee, der Societas Jesu, einzupflanzen. Die Jesuiten sind also hauptsächlich dafür da, dafür zu sorgen, dass die spirituelle Macht über der zivilen Macht steht. Genau das, was Martin Luther 1520 in seinem Schreiben an den deutschen Adel angeprangert hat, wie ihr euch vielleicht erinnert, wenn ihr meine Lesung davon gelesen habt oder gesehen habt. Und wenn ihr sie nicht gesehen habt, dann sucht sie. Martin Luther in seinem Schreiben 1520 an den deutschen Adel. Des christlichen Standes Besserung, habe ich zwei Videos drüber gemacht.
ist, glaube ich, in der Spielliste Luther 2017 mit drin. Könnt ihr ja mal nachschauen. Da werdet ihr das finden. Und das war noch vor der Zeit der Jesuiten, die eben genau dafür sorgen sollten, dass die Reformation ungetan wird, dass eben die ganzen Dinge, die während der Reformation entstanden wurden, dass die Menschen, dass die Völker Regierungen für sich selbst, Regierungen, die von unten heraus kommen und nach oben hin wirken, umgedreht werden. So wie der Papst das will, eine Regierung von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Die römische Kirche hörte nie auf und hört nie auf. Das ist heute noch ganz genauso. Ihre eigene ganze Geschichte hindurch, ihre Vorrangstellung gegenüber der bürgerlichen Geschichte zu verkünden. Das heißt, die römische Kirche ist der Meinung, dass sie die Kirche, die zivile Macht kontrollieren muss. Und in Ermangelung ihrer Fähigkeit, diese öffentlich durchzusetzen, tat sie ihr Bestes mit Hilfe der Societas Jesu, das zu tun. Dafür sind die Jesuiten, um dafür zu sorgen, dass die Kirche wieder an erster Stelle steht und dass der Staat der Kirche gehorsam ist. Und wenn dann der Staat der Kirche gehorsam ist, dann setzt der Staat die Politik der Kirche durch. Mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche kann sich darauf berufen, dass der Staat ihre Forderungen durchsetzt. Und das bekommen wir doch zu spüren in der heutigen Zeit, wo unsere Rechte mehr und mehr beschnitten werden. Unsere Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Gedankenfreiheit, Gewissensfreiheit, Pressefreiheit. Das funktioniert doch nur, wenn der Papst, wenn die römisch-katholische Kirche das Sagen hat über die zivile Macht. Und dafür dienen die Jesuiten, über die das ganze Buch hier geht. Nicht vergessen, es geht immer um die Jesuiten. Das Buch heißt Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Dafür sind sie da, um der römischen Kirche die Macht wiederzugeben, die sie in der Reformation verloren hat. Um die römisch-katholische Kirche in die Situation zu versetzen, in der sie vor der Reformation war. Die Wiederherstellung der alten Weltordnung, was wir heutzutage, weil wir es nicht besser wissen, die neue Weltordnung nennen, ist nichts anderes, als die alte Weltordnung herstellt. Und dafür dient der Jesuitenorden. Damals war es übrigens Pater Wenz, fährt der Autor fort, Pater Franz Xaver Wenz, General des besagten Ordens der Jesuiten, der schrieb, Zitat, der Staat untersteht der Jurisdiktion der Kirche. Weshalb die säkulare Obrigkeit in der Tat der kirchlichen unterworfen ist und Gehorsam zu leisten hat. So, das muss ich jetzt mal eben anstreichen. Habt ihr das gerade eben gut gelesen? Das ist doch genau das, was ich die letzten 5 oder 10 Minuten versuche hier zu erklären. Die säkulare Obrigkeit ist der kirchlichen unterworfen. Und die säkulare Obrigkeit hat der kirchlichen Obrigkeit Gehorsam zu leisten. Oben an die Kirche und darunter der Staat. Das geht schon mal nicht, wenn ich Staat und Kirche nicht mehr miteinander verbinde. Also eine Trennung von Staat und Kirche ist absolut gegen römisch-katholische Doktrin. Der Staat untersteht, also das ist wirklich, deutlicher kann man es doch nicht mehr sagen. Und das ist hier ein General der Jesuiten, der genau das sagt. Franz Xaver Wenz, der General der Jesuiten, war in der Zeit von Leo dem 13. und Pius dem 10. bis 1914 hat er gelebt. Er sagt, der General der Jesuiten, der Staat untersteht der Jurisdiktion der Kirche, weshalb die säkulare Obrigkeit in der Tat der kirchlichen unterworfen ist und Gehorsam zu leisten hat. Und was die Jesuiten unter Gehorsam verstehen, das wissen wir ja noch aus dem Eid der Jesuiten. Kadavergehorsam.
Was immer die Kirche sagt, was immer der Papst sagt, dem ist Folge zu leisten. So, und wenn wir uns dann auch an das Folgende erinnern, nämlich, dass der Papst für unfehlbar erklärt ist und der Papst kann befehlen, was er will und der Staat hat darauf immer zu hören, was der Papst sagt, dann gibt es ja wohl nur einen Regenten auf dieser Erde und das ist der Papst, der von sich selbst behauptet, der Vicarius Filii Dei zu sein, der Stellvertreter Jesus Christus auf dieser Erde. Er ist der Vertreter Gottes auf Erden. Und der Papst behauptet von sich selber selbst, dass er noch über Gott steht. Diese Aussage des Jesuitengenerals Pater Werns, notiert euch das auf Seite 88 in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Der Staat untersteht der Jurisdiktion der Kirche, weshalb die säkulare Obrigkeit in der Tat der kirchlichen unterworfen ist und Gehorsam zu leisten hat. Jetzt werde ich das nochmal in anderen Worten sagen. Schaut euch mal das Bild an, wenn mein Computer das mal eben findet hier. Ich mache das ganz groß, dass ihr das ruhig deutlich sehen könnt. All hail Caesar. Ja, also alle grüßen Heil dem Cäsaren. Papst Pius IX. In seinem Discorsi sagte auf Seite 253, der Cäsar, der euch jetzt adressiert, der euch jetzt anspricht und zu dem alleine Gehorsam und Treue zu weisen Pflicht ist. Also, to whom alone are obedience and fidelity due. Das heißt, dem alleine, diesen Cäsar, dem alleine Gehorsamkeit und Treue zukommt. Hier sagt Papst Pius IX. In den 1860er Jahren genau dasselbe mit etwas anderen Worten, als es der General der Jesuiten, Pater Werns, hier sagt, weshalb die säkulare Obrigkeit in der Tat der kirchlichen unterworfen ist und Gehorsam zu leisten hat. Wie steht's hier? Der Cäsar, der euch jetzt adressiert oder der sich jetzt an euch adressiert und dem alleine Gehorsam und Treue zusteht. Andere Worte, aber dieselbe Aussage. Nichts Neues unter der Sonne. Das ist die Doktrin dieser unnachgiebigen Theokratieverfechter. Theokratieverfechter, das heißt Gottes Staat auf Erden. Wobei Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Erde. Theokratie ist die Errichtung des Gottesstaates auf Erden. Oh, habt ihr das schon mal gehört? Gottesstaat, ist das nicht dasselbe, was die Islamisten sagen, was die Muslime sagen? Genau. Wieder mal, dass wir sehen können, dass der Islamismus vom Vatikan aufgerichtet wurde. Das ist die Doktrin dieser unnachgiebigen Theokratieverfechter. Und das ist genau dieselbe Doktrin, die der Islam hat. Im Islam steht auch die spirituelle, die kirchliche Regierung über der säkularen. Und da ist auch Staat und Kirche eins. Der Islam ist nicht nur eine Religion. Der Islam ist viel mehr als das. Er ist genau wie die römisch-katholische Kirche ein Theokratieverfechter. Das ist die Doktrin dieser unnachgiebigen Theokratieverfechter, was der Pater Werns, General der Jesuiten, hier gerade gesagt hat. Ratgeber, so wie jene, die ihre Befehle ausführen, die sich im Vatikan in einem Maße unentbehrlich gemacht haben, dass es heute absolut unmöglich wäre, auch nur den kleinsten Unterschied zwischen schwarzem Papst und weißem Papst auszumachen. Sie sind ein und dasselbe. Und wo wir uns auf die Politik des Vatikans beziehen, meinen wir schlichtweg die Politik der Jesuiten. Was sagt der Autor hier? Es ist heute, und da spricht er vom Anfang des 20. Jahrhunderts,
unmöglich, den kleinsten Unterschied zwischen schwarzem und weißem Papst auszumachen. Sie sind ein und dasselbe. Meine Fresse nochmal. Da sagt der hier in diesem Buch genau das, was ich schon seit Ewigkeiten sage. Jetzt stimm mal zu, hier deine Bilder zu laden, ihr blöder Computer. Der weiße und der schwarze Papst sind ein und dasselbe, bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts. Was sagen wir denn heute dazu, wo wir im 21. Jahrhundert leben? Wo wir bitteschön einen Jesuiten des vierten Eides als weißen Papst haben? Hier, das war ein Foto, das wollte ich euch gerne mal zeigen. Der weiße Papst und der schwarze Papst sind beide dasselbe. Wo ist der Unterschied? Natürlich, wenn der Schwarze den Weißen beherrscht, ist da kein Unterschied mehr. Natürlich, wenn man sagt, dass die Kirche den Staat beherrscht, ist da kein Unterschied mehr. Wie sagt der Autor das hier so wunderbar? Das ist die Doktrin dieser unnachgiebigen Theokratieverfechter, die ihre Befehle ausführen, die sich im Vatikan in einem Maße unentbehrlich gemacht haben, dass es heute absolut unmöglich wäre, auch nur den kleinsten Unterschied zwischen dem schwarzen und dem weißen Papst auszumachen. Sie sind ein und dasselbe. Seht ihr einen Unterschied zwischen diesen beiden? Und wo wir uns auf die Politik des Vatikans beziehen, meinen wir schlichtweg die Politik der Jesuiten. Mit vielen anderen kompetenten Beobachtern gibt Abfremont es wie folgt zu. Den Vatikan beherrschen die Jesuiten. Es gibt ein paar moderne Bücher, unter anderem von Malachi Martin, The Keys of this Blood, und von Petra de Rola, Pedro de la Rosa, Danger in the Vatican, die genau dasselbe Thema behandeln, was wir hier gerade eben besprechen. In Anbetracht des absoluten Widerstandes der in der Kirche allmächtigen Jesuiten gegenüber der Republik, warum haben die Jesuiten einen Widerstand gegen die Republik? Lest den Syllabus der Fehler von Papst Pius IX., wo Papst Pius IX. In einem Schreiben der Jesuiten, weil das ist gemacht von den Jesuiten, alle weltlichen Regierungen, die nicht vom Papst kontrolliert sind, verdammt, exkommuniziert. In Anbetracht des absoluten Widerstandes der in der Kirche allmächtigen Jesuiten gegenüber der Republik, mag es hier die Französische Republik sein, das gilt natürlich genauso für die Vereinigten Staaten von Amerika, sieht sich der Staat genötigt, mit mehreren Änderungen dem Trennungsgesetz von 1905 bis 1908 Geltung zu verschaffen. Das Vermögen der Kirche und ihrer Andachtshäuser zu verringern, sah dieses Gesetz nicht vor. Die Gläubigen können sich unter der Leitung des Priesters in örtlichen Vereinigungen formieren. Was gedenkt nun Rom zu tun? In der Enzyklika Vehementer, beklagenswert, vom 11. Februar 1906, verdammte Pius X. den Grundsatz der Trennung, das kommt mir irgendwie verdammt bekannt vor, wenn ich mich an den Syllabus der Fehler von Papst Pius IX. Erinnere, als auch jenen hinsichtlich örtlicher Vereinigung. Doch geht es ihm nur um die Grundsätze? Wir werden es in Bälde sehen. Entgegen dem Rate des französischen Episkopats, also Bischofskörpers, lehnt er in der Enzyklika Gravissimo Offici, die Schwere des Amtes, am 10. August 1906 jede Einigung ab. Für die liberalen Katholiken eine weitere Enttäuschung. Wenn ich bedenke, ruft Brunetière, da geht es um Ferdinand Brunetière, ein französischer Literaturhistoriker, der ruft aus, Zitat, dass man, obwohl man weiß, dass das einen Religionskrieg in unser den Frieden so sehr brauchendes armes Land bringen wird, dennoch den französischen Katholiken verwehrt,
was man den deutschen Katholiken zugesteht, dass dort die örtlichen Vereinigungen seit 30 Jahren zu jedermanns Zufriedenheit funktionieren, dann bleibt mir als Patriot und Katholik nur noch höchst ungehalten zu sein. Ein Zitat von Adrien Dansette. Wenn er hier Deutschland und Frankreich miteinander vergleicht, sollte er sich da schon bewusst sein, dass in Deutschland 1872 Bismarck die Jesuiten verboten und rausgeschmissen hat. Bei einer Bestandsaufnahme der Kirchengüter kam es in der Tat zu Widerständen, aber nicht zum Religionskrieg. Als die Kirche, statt sich den gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen zu fügen, lieber dem Staat einen Teil ihres Besitzes zurückgab, sorgten zwar die Ultramontanen für Unruhen, doch die Bevölkerung als Ganzes blieb ruhig. Jetzt versteht das doch bitte so, wie es hier steht. Die Kirche gibt hier Besitztümer gezwungenermaßen zurück, aber nicht dem Volk, von dem sie es geraubt hat, sondern dem Staat. Die Ultramontanen sorgten zwar für Unruhen, weil denen ist das natürlich, das sind ja die ganz Papsttreuen, denen ist das, für die ist das natürlich nicht in Ordnung, überhaupt irgendwas zurückzugeben. Aber die Bevölkerung als Ganzes blieb ruhig. Wisst ihr, wie man so eine Aktion nennt? Rechte Tasche, linke Tasche. Nur die eigentlichen Eigentümer, das Volk, gehen leer aus. Die Kirche gibt hier ja jetzt gesetzlich vorgeschriebene Ausgleichsmaßnahmen, Teile ihres Besitzes zurück, gibt sie aber dem Staat zurück, wovon sie ja behauptet, dass sie sowieso das Recht hat, ihn zu beherrschen. Nicht zu vergessen. Erfasste der Autor Brunetière damals im Vollumfange den Grund für jene Unterschiedlichkeit, in der Heilige Stuhl mit den französischen Katholiken und mit den deutschen Katholiken verfuhr? Der Erste Weltkrieg sollte dessen Bedeutung voll und ganz offenbar machen. Während die Jesuiten über die Dreyfus-Affäre erfolgreich an der Spaltung der Franzosen und Schwächung des Ansehens unserer der französischen Armee arbeiteten, taten sie in Deutschland genau das Gegenteil. Bismarck, der in der Vergangenheit den Kulturkampf gegen die katholische Kirche selber eingeleitet hatte, ihn überschüttete sie nun mit ihrem Wohlwollen. Dies teilt uns der katholische Autor Joseph Rowan mit und er erklärt es auch. Aber erst suche ich uns ein Bild von Bismarck raus, der seinen Kulturkampf mit dem Papst, damals übrigens noch Leo der 13., der ihn verloren hatte. Den Kulturkampf mit dem Papst. Und auf Bismarck wurden auch verschiedene Anschläge verrichtet. Und schlussendlich hat er klein beigegeben. Und ist Bismarck dafür verantwortlich, dass wir in Deutschland das Sozialversicherungssystem eingeführt haben? Oder auch das Zeichen des Biestes. Und das Sozialversicherungssystem, das ein wahrer Christ nicht braucht. Und da bin ich in Herrscher des Bösen drauf eingegangen. Also das tue ich jetzt hier nicht. Ich will jetzt hier nicht zu weit abschweifen. Aber wir müssen uns davon bewusst sein, dass leider auch Bismarck seinen Kulturkampf gegen die katholische Kirche zwar eingeleitet hatte, aber ihn verloren hat. Joseph Rowan sagt also in einem Zitat auf Seite 121, 150 und fortfolgende in seinem Buch, Zitat, Bismarck erhält als erster Protestant den Christusorden mit Brillanten, eine der höchsten Auszeichnungen der Kirche. Die deutsche Regierung erlaubt den mit ihr konformen Zeitungen, die Tatsache zu veröffentlichen, dass der Kanzler die Bestrebungen des Papstes nach einer partiellen Wiederherstellung seiner weltlichen Autorität zu unterstützen bereit wäre. Ende Zitat. Und dieses Zitat ist so wichtig,
dass man sich das wirklich hinter die Ohren schreiben sollte. Auf der einen Seite ist Bismarck also mit seinem Kulturkampf gegen den Papst. Auf der anderen Seite erhält er als erster Protestant den Christusorden mit Brillanten, eine der höchsten Auszeichnungen der Kirche. Und wenn man Bismarck weiter erforscht, habe ich auch schon getan, wird man erfahren, dass er Mitglied verschiedener oder dass er verschiedene Ritterorden des Papsttums, also der römisch-katholischen Kirche, empfangen hat. Die deutsche Regierung erlaubt den mit ihr konformen Zeitungen die Tatsache zu veröffentlichen, dass der Kanzler die Bestrebungen des Papstes nach einer partiellen, also einer teilweisen Wiederherstellung seiner weltlichen Autorität zu unterstützen bereit wäre. Leute, wir sprechen hier in der Zeit von 1871 bis 1888. In diesen 17 Jahren war der größte Teil des Kulturkampfes. 1888 ist, glaube ich, Bismarck gestorben, irgendwann in der Zeit. Und da war er schon längst wieder dem Papst hörig. Aber er gibt hier ja ganz deutlich zu erkennen, dass die Bestrebungen des Papstes nach einer partiellen Wiederherstellung seiner weltlichen Autorität Bismarck zu unterstützen bereit wäre. Gerade nachdem, das muss man sich mal vorstellen, gerade nachdem diese tödlich erscheinende Wunde dem Vatikan zugefügt wurde, sagt Bismarck, ein Protestant, der Gründer des Zweiten Deutschen Reiches, dass er bereit ist, die Wiederherstellung der weltlichen Autorität des Papstes zu unterstützen. Wie echt war sein Kulturkampf? Wir sollen ja solche Leute nicht richten. Gott wird richten. Aber wir sollten uns Fragen dabei stellen. Denn auf der politischen Bühne ist nichts so, wie man sich manchmal denkt. Es hat alles einen Hintergrund. Und wir können den Leuten nicht ins Herz schauen. Wir können den Leuten nicht in ihre Gehirne schauen und sehen, was da genau abgeht. Das kann nur der Herr. Aber im Endeffekt sehen wir ja, wem sie gehorchen und was sie tatsächlich tun. Und Bismarck hat ja schlussendlich dem Papst gehorcht, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Ich bin schon wieder so lange. Im Jahre 1886 stellte sich die katholische Deutsche Zentrumspartei gegen die von Bismarck vorgelegten Militärprojekte. Als sich Leo der 13. in die deutschen inneren Angelegenheiten einmischte, zugunsten Bismarcks, sein Staatssekretär schrieb dem Nuntius in München, Zitat: In Anbetracht der bevorstehenden Überarbeitung der Religionsgesetze, die, so unsere begründete Annahme, in ausgleichender Weise stattfinden wird, wünscht der Heilige Vater, dass das Zentrum, die Zentrumspartei, den Projekten des Militärs in jeder Hinsicht zur Seite stehe. Ende Zitat. Die Zentrumspartei, die dann später dafür gesorgt hat, mit dem Vorsitzenden Ludwig Kahrs, dass Hitler an die Macht kam, ist ein Vorläufer der heutigen CDU. Lesen wir von Joseph Rowandies, Zitat: Die deutsche Diplomatie, eine alte Gewohnheit bereits, interveniert beim Vatikan, der Papst solle Einfluss auf die katholische Zentrumspartei nehmen, um so die militärischen Projekte zu begünstigen. Die deutschen Katholiken machen sich daran, von der großen politischen Mission Deutschlands zu sprechen, die gleichzeitig eine universelle moralische Mission sei. Die Zentrumspartei zeichnet auch verantwortlich für das Sich-Hinziehen einer Herrschaft, die, angefangen von Schwächegejammer, militanten Reden über Flottenaufrüstungen bis hin zu zunehmend militanter werdenden Ansprachen, Deutschland schließlich in die Katastrophe führen wird. Überzeugt von der Aufrichtigkeit, Unschuld und moralischen Integrität der Führer
ihres Landes, von der Übereinstimmung ihrer Ausrichtung und ihrer Pläne mit den Plänen zur ewigen Gerechtigkeit, tritt die Zentrumspartei in den Krieg von 1914 ein. Ende Zitat. Wie man sieht, hatte das Papsttum, um diese Überzeugung einzupflanzen, das Nötige getan. Wie es übrigens Monsignore Frühwirth 1914 aussprach. Zitat. Deutschland ist es, in das der Heilige Vater große Hoffnungen setzen kann und setzen muss. Ende Zitat. Und damit kommen wir zum Ende der Lesung dieses Teils des Buches »Die verborgene Geschichte der Jesuiten«. Wir haben geendet auf Seite 89. Und ich denke, nach allem, was wir gerade eben gelesen haben, sollten wir dann noch einmal drüber nachsinnieren. Es hilft vielleicht, wenn man sich zu diesem Video das PDF nimmt und selbst mitliest, wenn man das nicht gut lesen kann, was hier im Video ist. Ich weiß nicht, wie gut die Bildqualität von euch ist. Oder ihr nehmt euch das PDF jetzt, nachdem das Video vorbei ist, und lest die Seiten zwischen der 83. und 89. Seite, die wir gerade eben gelesen haben, nochmal. Für euch. Ruhig. Und nehmt daneben die Bibel in die Hand und nehmt daneben noch andere Geschichtsbücher in die Hand und nehmt daneben von mir aus, was weiß ich, Google oder Wikipedia, welche Suchmaschine, welche Enzyklopädie auch immer, und sucht die Dinge raus. Von Bismarck und dem Kulturkampf und von Leo dem 13. und dem Treffen, wie beschrieben von dem deutschen Kaiser in seinen Memoiren, mit der Aussage, dass Deutschland das Schwert der römisch-katholischen Kirche sein solle. Sinniert nochmal darüber nach, was ich hier vorgelesen habe, und seht, wie diese Regierungen von oben nach unten, die unten nur betrügen und ausnutzen. Und dass ihr seht, wie wir betrogen wurden, in den Krieg von 1914 reingezogen zu werden. Durch sogenannte Allianzen und Gegenallianzen. Deutschland, Österreich, Ungarn, Italien auf der einen, Frankreich und Russland auf der anderen, wo dann auch England und Amerika dazukamen. Und im Endeffekt hat immer nur einer verloren. Der bibelgläubige Christ. Der Gegner der römisch-katholischen Kirche. Weil gegen den gingen und gehen all diese Kriege. Und je mehr die römisch-katholische Kirche die säkulare Macht, über die wir hier gesprochen hatten, kontrolliert, wie der Pater Werns hier sagt, der Staat untersteht der Jurisdiktion der Kirche. Weshalb die säkulare Obrigkeit in der Tat der kirchlichen unterworfen ist und Gehorsam zu leisten hat. Je mehr das in unserer Welt Wirklichkeit ist, desto repressiver werden die Regierungen gegenüber ihrer Bevölkerung. Und desto eher bekommen wir eine Wiederherstellung der alten Weltordnung, die heutzutage die neue Weltordnung genannt wird. Das Abschaffen der Mittelklasse, es gibt nur noch Arm und Reich, gehört dazu. Okay, hierbei möchte ich es dann jetzt belassen. Bei diesem Video von »Die verborgene Geschichte der Jesuiten« von Edmond Paris. Hiermit haben wir jetzt abgeschlossen den Abschnitt 4 und wir werden uns nächstes Mal begeben in Abschnitt 5, der Teufelskreis, der Erste Weltkrieg. Wenn wir uns wieder treffen, so Gott will, zur nächsten Lesung von der verborgenen Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Bis dahin danke ich Jörg fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für die Kommentare. Möge Gott euch behüten, segnen und schützen. Bis zum nächsten Mal und natürlich weit darüber hinaus. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss.
especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government. That cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope, he said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.